Ja, jetzt muss man ganz ehrlich sagen, jetzt haben wir gedacht, wir haben diesen 1,84 Zöller bei Sony auf dem Messestand gesehen und das wär's dann am Motto, die haben da so ein handgemachtes Muster und dann gehen wir doch ein bisschen weiter über den großen Stand und finden in diesem ganzen Bereich ganz viele von diesen 4K-Geräten, weil Sony wirklich dieses Mal auch diese Messe als ein Schwerpunktthema 4K-Auflösung hat. Hier beispielsweise, Christian soll mal folgen, gibt es also eine besondere Anwendungsmöglichkeit. Man sieht im ersten Moment eigentlich nur ein Bild, beziehungsweise so leicht vielleicht zwei Bilder, aber das Besondere ist, wenn ich jetzt hier zwei Spiele gleichzeitig anschließen kann, kann ich mit Polarisationsbrillen Folgendes machen. Wir können mit zwei Spielern zwei verschiedene Spiele über einen Fernseher sehen. Es wird ein passives Polarisationssystem verwendet, also keine Shutterbrille, nichts Vergleichbares. Und somit kann ich diesen riesigen 84 Zoll Bildschirm für die Wiedergabe von der PlayStation mit zwei Spielen nutzen. Und das Ganze bei voller 2K-Auflösung, weil der Fernseher selber hat ja die 4K-Auflösung. Also noch nicht mal einen Auflösungsverlust muss ich hinnehmen, wie das ja sonst bis jetzt mit den herkömmlichen Fernsehangeboten der Fall ist. Also sehr interessante Anwendung. Zweiter Anwendungsbeispiel für 4K. Sony zeigt natürlich hier, dass sie eine wirklich sehr gute Skalierungstechnik entwickelt haben, mit der sie in der Lage sind, 2K-Material hochzurechnen auf 4K-Material. Auf 4K-Material. Das bedeutet konkret in dem Fall, rechts sehen wir 2K und links daneben ist eben das hochskalierte 4K-Signal und die Leute sind alle einhellig der Meinung, dass das wirklich einen Unterschied mit sich bringt und diese Größe des Bildes sich hier irgendwie gar nicht nachteilig bemerkbar macht, weil eben dieser Scaler-Chip, den wir ja schon aus dem Sony VW1000 kennen, also aus diesem 4K-Projektor, dieses Hochrechnen des 2K-Materials hervorragend umsetzt und man wirklich das Gefühl bekommt, man sieht noch feinere Details, noch feinere Strukturen. Gut, gehen wir noch mal einen Schritt weiter in die nächste Box, die wir hier haben. Sony hat extra mit einer 4K-Kamera, und da ist ja Sony nun mal auch Hersteller von, Stichwort F650, eine der 4K-Kameras, mit der ja auch aktuelle Kinofilme gedreht werden, haben die hier echtes 4K-Material gezeigt, wo also nichts hochskaliert wird, sondern wirklich nativ vorhanden ist. Und auch hier wiederum großes Aha, großes Erstaunen. Und man muss sagen, es ist schon eine Faszination, der man sich schwer entziehen kann, wenn man das in dieser geballten, ich sag mal, Qualität und Größe sieht. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Nächste Kabine, die wir hier noch haben bei Sony, auch wiederum Stichwort natürlich 4K. Also die scheinen schon ein paar von den Dingern bauen zu können, weil hier stehen bestimmt so 20, 25 von diesem neuen Fernseher. 4K in Verbindung mit 3D. Auch hier wiederum mit der neuen Skalierungstechnik. Das ganze Bild eben unheimlich ruhig und klar, wo ich sagen muss, das ist schon eine echte Alternative für den einen oder anderen Kunden, der sich den Fernseher so groß wie möglich nur vorstellen kann, aber eben keinen Projektor installieren kann, weil da ist die Leinwand dann wiederum vielleicht falsch am Platz. Tja, das mal so. Also Sony zeigt hier bei 4K auf der Messe schon einiges und wie ich finde auch sehr Überzeugendes. So, wir sind jetzt auf dem Samsung-Stand. Der Samsung-Stand ist natürlich immer wieder ein bombastischer Stand vom ersten Auftritt her. Diesmal wieder komplett alles auch neu gebaut. Und was steht hier im Mittelpunkt? Sicherlich eins der wesentlichen Themen hier, OLED. OLED, was ist es? OLED ist eigentlich eine ganz revolutionäre neue Fernsehtechnik, mit der es möglich sein wird, noch wesentlich kontrastreichere, leuchtendere und von den Farben her buntere Bilder zu projizieren, weil wir nicht mehr wie bei LCD-Fernsehern eine Hintergrundbeleuchtung haben, sondern hier in dem Fall wirklich der Bildpunkt selber, und zwar rot, grün, blau einzeln vorhanden, leuchtend ist. Und ja, die Leute sind ziemlich fasziniert. Also es wird ohne Ende fotografiert, weil im Hintergrund ist eben diese OLED-Wand und diese OLED-Fernseher werden hier also auch drehbar gerade installiert worden, wo man sehr schön sehen kann, dass also der Betrachtungswinkel und diese Brillanz auch von der Seite her, also der Betrachtungswinkel ist sehr groß und man von der Seite her sehr gut das Bild auch noch sehen kann. Und natürlich erkennbar ist, die Dinger sind wahnsinnig flach. Ich weiß gar nicht, wie man die demnächst an der Wand installieren will. Da muss man irgendwelche noch Löcher ja noch eigentlich haben, um dann eine Schraube zu befestigen. Schwer beeindruckend, wird wahrscheinlich noch in diesem Jahr auch zu kaufen sein. Man munkelt ja von ungefähr 8.000 Euro für das erste Modell, was kommen soll, aber hat dann auch alles State of the Art drin, was wir so als Smart TV kennen, also Multimedia-Funktionen natürlich, Internet, so wie es aussieht, 3D-Fähigkeit und vieles mehr. Also neben der Möglichkeit, mit dem OLED-Fernseher Fernsehen zu gucken und die ganzen Smart-TV-Applikationen zu nutzen, besteht auch die Möglichkeit, beispielsweise vergleichbar, wie das bei Sony gesehen worden ist, nämlich zwei Bilder parallel so zu zeigen, dass aber mit einer entsprechenden 3D-Brille jeweils ein Anwender das eine Bild und der andere das andere Bild sehen. Also auch hier wiederum die Möglichkeit besteht, dass wir zwei verschiedene Inhalte an zwei Personen zeigen können mit einem einzigen Fernseher. Und das wird hier unter anderem gezeigt, nennt sich jetzt hier Multi-View
die Funktion. Aufgrund der extrem hohen Schaltgeschwindigkeit, mit denen diese OLED-Pixel da arbeiten können, oder die Pixel eigentlich, ist also diese Möglichkeit gegeben. Also für Spiele oder im Extremfall, ne, die Frau mag das Programm auf Platz 2 und der Mann mag das Programm auf Platz 1, dann kann man eben mit einer entsprechenden Brille und Kopfhörer jeweils mit einem Fernseher diese zwei Programme sehen. Das ist also die Brille, die ich jetzt hier von den Jungs bei Samsung bekommen habe. Und mit dieser Brille habe ich so einen kleinen Schalter hier oben. Und jetzt kann ich hier wirklich zwischen den beiden Programmen umschalten. Ich sehe entweder mal das erste Programm oder das zweite Programm, weil eben ganz, ganz schnell auf dem Fernseher diese zwei abwechselnden Bilder gezeigt werden. Ja, und ich eben mal schnell umschalten kann mit einem und demselben Fernseher. Und somit könnten wir jetzt uns alle hier diese wunderschönen kleinen Brillen aufziehen und haben dann hier die Kopfhörer drin. Ja, und dann können wir also entscheiden, ob wir gemeinsam 1, 2, 3, was auch immer für Programme sehen wollen. Coole Nummer. Es ist ja bekannt, dass wir von Grubi die Großbildfans sind und somit haben wir doch relativ erfolgreich in den letzten zwei Jahren viele von den 55-Zoll-Geräten der Samsung-Serie 70 und 80, 90 verkauft. Diese besonders schmale Rahmen hier in dem Fall bei dem Modell beim 55-Zöller der 80, 90er mit Chromrahmen hat nun zwei große Brüder bekommen und dieser große Bruder, einer davon steht jetzt direkt hier neben, das ist dann das 65-Zoll-Modell, auch als 80, 90. Aus der Nähe heraus betrachtet sieht man, dass der Rahmen doch etwas breiter ist. Das ist sicherlich aufgrund der Größe, die Stabilität muss natürlich gegeben sein. Und da hat man sich wahrscheinlich für dieses Design entschieden. Trotzdem immer noch super schmal, wenn man mal das gesamte Exemplar hier betrachtet. Denn die ganzen anderen Funktionen, wie beispielsweise Smart TV oder hier die Skype-Kamera, alles das ist beibehalten worden. Und das ist schon auch hier wiederum eine Menge Bild. So, worauf wir besonders scharf waren, neben den OLED-Geräten, die wir aber schon gezeigt haben, war auch das 75-Zoll-Gerät. Also es wird immer größer, größer, größer. Ich habe den Hinweis ja schon mal gegeben. Denkt dran, die Türen müssen wohl demnächst auch etwas größer gebaut werden, weil wir wissen uns gar nicht, wie wir die Riesenteile in die Wohnzimmer reinkriegen sollen. Und drüben steht eben der 75 ES 9090, das absolute Topgerät, was auch in diesen nächsten Wochen auf den Markt kommen wird. Ja, das ist also das neue Stück der Begierde für alle Großbildfans, die mit dem Projekt noch nicht vielleicht unbedingt arbeiten wollen. Das 75 Zoll Gerät in der Bezeichnung 75 ES 9090. Auch hier sehen wir wieder, der Rahmen ist wieder super schmal. Also irgendwo hat man hier anscheinend doch eine andere Mechanik verwendet, damit das Ganze weiterhin stabil ist. Und na gut, als Nobelgerät in den 9090er ist zurzeit das technisch Machbare, was auch kurzfristig verfügbar sein wird, ist das schon ziemlich beeindruckend. Auch hier die Skype-Kamera eingebaut, die ganzen Smart-TV-Funktionen, 3D und all diese tollen Features, an die wir uns so schon gewöhnt haben, sind natürlich auch schon bei dem Gerät enthalten. Preislich soll er wohl um die 8.500 Euro liegen und ich denke mal, der eine oder andere kann sich den sicherlich zu Weihnachten schon gönnen, denn bis dahin ist er dann lieferbar. So, jetzt sind die Jungs auch im Stand. Wir waren ja heute Morgen so früh da, da haben die noch alle geschlafen. Ne? Ihr habt ja wahrscheinlich gestern eine gute Standparty gehabt. Nee, überhaupt nicht. Echt nicht? Nein, genauso wenig wie im letzten Jahr. Wie gut, dass es erst um 10 Uhr losgeht, ne? Ja, exakt. Also, der Stand ist jetzt mit richtig Leben. Wir haben diesmal alle rausschmeißen müssen, weil ihr zeigt ja euer neues Flaggschiff hier, den Epson 9100W. Jawohl. So, erste Frage, wenn man sich das Gerät anschaut, sieht es im ersten Moment genauso aus wie der 9000er, exakt, der ja schon sehr erfolgreich war. Genau. Was ist denn jetzt geändert worden am 9100? Also, grundsätzlich, wir haben das Kontrastverhältnis erhöht. Das ist bedeutend erhöht worden von vormals, ich will jetzt mal mit Werten um mich schmeißen, vormals 200.000 zu 1 zu 320.000 zu 1. Was habe ich davon? Ich habe mehr Schwarzwerte im Bild. Ja? Weiteres, was bei dem Gerät erneuert wurde, ist eine ganze Menge im Bereich der 3D-Darstellung. Das heißt, wir haben eine neue Brille, wie sie hier ist, haben wir eine neue Brille. Die ist bedeutend leichter, komplett neu designt. Und diese Brille arbeitet auf der sogenannten Bluetooth-Basis. Sie ist wieder aufladbar und man kann auch sehen, wenn sie sich einloggt, dass also hier oben ist ein Knopf drauf, das heißt Pairing. Wenn die verbunden wird mit dem Projektor, dann kann man im Endeffekt im Bildschirm sehen, wie viel Prozent Akkuladung die noch hat. Also Bluetooth ist ja nun mal ein Funkstandard. Vorher haben wir mit Infrarot gearbeitet. Gibt es weitere Vorteile, wenn ich jetzt mit dem Funkstandard arbeite? Grundsätzlich bedingt auf dem Funkstandard habe ich natürlich hinter der Brille gesehen, also mein Empfinden im 3D-Bereich, 16% mehr Licht. Was ja schon eine Menge ist. Ja. Das heißt, das 3D-Bild ist im Gesamten mit der Funktechnik noch mal heller geworden. Exakt, genau aufgrund der schnelleren Verbindung. Dazu kommt noch, dass ich mit der Funktechnik natürlich auch den Kopf mal etwas mehr bewegen könnte, ohne dass direkt das Signal verloren geht. Weil bei Infrarot kann das ja im Extremfall schon mal passieren. Könnte passieren, ist aber bei uns hier im Kino im letzten Jahr nicht passiert, aber könnte passieren und Funk bin ich natürlich völlig ungebunden.
Gut, was haben wir sonst noch an Besonderheiten? Wir haben die W-Variante ja nicht nur für weiße Versionen des Gehäuses, was die Leute immer denken, sondern es steht ja eigentlich für Wireless, also drahtlos. Also ich könnte da jetzt wieder einen Spruch machen, Wireless Wohnzimmer, das sind diese drei Ws quasi. Mhm. Wir haben den entscheidenden Vorteil bei der Wireless-Funktion, sieht es so aus, wir haben einen neuen Sender konzipiert. Ja. Dieser Sender hat im Endeffekt 5 HDMI-Eingänge. Ja. Und man kann also 5 verschiedene Geräte an den Sender anschließen, wenn man jetzt nicht gerade eben einen HDMI-Verstärker hat, und kann einen Ausgang nutzen, sodass man seinen Flatscreen auch noch an den Sender anschließen kann. Das ist ein wichtiges Detail. Das haben wir heute Morgen, als wir jetzt über den Stand schon gelaufen sind, auch schon kurz erwähnt. Aber es ist wirklich möglich, den Projektor drahtlos zu verbinden. Ja. Und dann, wenn ich einen Fernseher im Wohnzimmer auch habe, der müsste ja auch mit den ganzen Quellen verbunden werden. Dann kann der eben an dem Sender, und wir werden jetzt mal ein Foto einblenden, kann der auch direkt mit verbunden werden. Genau. Das ist ziemlich genial. Und wir haben auch einen optischen Ausgang, habe ich mir sagen lassen, sodass der Ton nochmal separat in den Verstärker eingebunden werden kann. Genau, der kann in den Verstärker eingebunden werden und das ist ja dann überhaupt kein Problem. Und zusätzlich ist der Sender auch über die Fernsteuerung des Projektors steuerbar. Inklusive Bildvorschau, also Quellenvorschau, Bild im Bild zum Beispiel. Solche Funktionen werden alle im Sender unterstützt. Das heißt, ich kann jetzt also meinen Fernsehempfänger, also meine Kabelbox oder meine Satbox über HDMI anschließen, habe meinen Blu-ray-Spieler und könnte jetzt ein kleines Bild einblenden von der zweiten Quelle und mir das schon anschauen, was da gerade parallel, weiter im Fußball oder wo immer passiert. Genau, ich könnte sogar alle 5 Quellen, kann ich sogar alle Bilder mir in klein unten am unteren Bildrand anschauen. Als Standbild oder als laufendes Bild? Als laufendes Bild. Cool. Ja. Ich habe ja so das Gefühl, auf der Messe kann man das Wort Produktpflege in Verbindung mit Projektoren am besten nutzen. Das habt ihr auch gemacht. Ihr habt also wirklich das Produkt gepflegt und habt ihr einiges im Detail geändert, was wir uns auch im Menü mal anschauen können, weil auch da sind einige Zusatzfunktionen. Exakt. So, es ist in der LCD-Szene oder auch bei Projektoren-Fans immer das Thema Konvergenz immer ein Thema gewesen. Einige Hersteller haben da schon darauf reagiert und haben das in ihren Menüs freigeschaltet. Das war bei euch in der Vergangenheit jetzt nicht ganz so. Jetzt habt ihr das auch gemacht. Genau. Und ich kann wirklich was machen. Also ich kann wirklich unheimlich viel justieren. Das heißt, dieser Menüpunkt ist neu, LCD-Ausrichtung. Da kann ich dann hingehen und kann hier reingehen. Dort kann ich mir die Farbe auswählen, entweder die rote Farbe oder halt die blaue Farbe. Und dann kann ich das individuell über das ganze Bild entsprechend justieren, dass alle drei Farben hundertprozentig übereinander liegen. Wobei wir ja wirklich zwei Varianten haben. Ihr habt aber die Möglichkeit, flächenmäßig auf einmal alles zu verändern. Aber ich kann auch, wenn es mal ein bisschen nach links oder nach rechts wegdriften würde, auch nur den Bereich jedes machen. Also Gitter, zonenmäßig. Jedes Gitter, jedes einzelne Gitter kann ich korrigieren. Das ist individuell möglich. Willkommen im Club. Ja. Gute Sache. Ja. Finde ich gut. Weitere Änderungen im 3D-Modus allerdings nur zu sehen. Deshalb jetzt ein bisschen unscharf, weil man das eben nur, wenn man die Brille aufsehen würde, wäre klar wieder scharf. Aber jetzt eben mal, um mal zu erkennen, was ist da bei 3D passiert? Genau. Ein paar neue Funktionen, ne? In der 3D-Einstellung kann man jetzt neuerdings hingehen. Und zwar, man kann die 3D-Tiefe ändern. Das heißt, wie weit das Bild nach hinten reingeht. Ja. Und man sollte grundsätzlich hingehen und die entsprechende diagonale Bildschirmgröße einstellen, damit das alles passend ist. Von der Parallaxe. Von der Parallaxe, Parallaxeneinstellung. Ja, Parallaxeneinstellung. Gut. Genau. Okay. Und 3D-Helligkeit, damit verändere ich die Shuttergeschwindigkeit meiner Brille. Genau, wie beim letzten Gerät. Da ist kein Unterschied. Also ich verändere hier, wie gesagt, die Auf- und Zuschaltzeiten der Brille und dadurch erhalte ich mehr Helligkeit. Also hört sich alles ziemlich gut an. 9000er in der, ich sag mal, überarbeiteten Version nennt sich jetzt 9100. Auch in der Lightpower-Variante, dann haben wir auch mehr Garantie. Ne? Wieder 3 Jahre oder 2 Jahre, ne Quatsch, 3 Jahre Garantie gibt es. Dann gibt es den Abholservice, gibt es dann dazu. Genau, Vor-Service dann. Exakt. Und wir haben die guten Lampengarantien von 3 Jahren oder 2000 Stunden. Exakt. Lampe habt ihr für 5000 freigegeben, ne? Lampe sind 5000 Stunden. Ja, also auch der echte Wohnzimmerprojektor, wenn es mal sein sollte, mit dem Thema Fernsehen, Gucken, Fußball-WM oder was auch immer, oder Zocken natürlich. Kein Problem. So, was gibt es sonst noch? Das war es im Großen und Ganzen, denke ich mal. Ne? Ja. Ein gutes Produkt, einfach weiter nochmal verbessert. Und geht los ab Oktober? Wahrscheinlich Ende Oktober. Verfügbar. Ende Oktober, ja. Alles Weitere werdet ihr bei uns auf der Homepage dann sehen. Dann gucken wir mal weiter. Genau. Ich sag mal vielen Dank. Kein Problem. Ehe wir uns versehen, ist das Jahr wieder rum und wir sehen uns wieder hier. Selbstverständlich. Wie immer. Alles klar. Danke. Tschüss. Bei LG sehe ich nochmal so ein Riesenbaby, und zwar ein 84 Zoll Fernseher, der auch hier in der Lage ist, mit 4K-Auflösung zu arbeiten. World's First 84 Inch UD 3D TV. Also ein richtiges Schlachtschiff. Dieser Fernseher hat eben eine 4K-Auflösung. Dieser Fernseher, 84 Zoll groß, benutzt aber, um 3D zu zeigen, kein Shutter-Verfahren, sondern auch ein Polfilter-Verfahren, wie wir es jetzt hier aufhaben. Also die Polfilter-Brille hat ja den Vorteil, dass wir nichts Elektronisches hier vor unseren Augen geschattert bekommen oder geschaltet bekommen. Und der Vorteil ist, wenn ich jetzt eine
4K-Auflösung habe und gucke jetzt hier einen solchen Film, dann wird hier die Auflösung normalerweise reduziert bei diesem Verfahren und die wird eben auf 2K gebracht, was also fantastisch ist vom Bildeindruck her. Muss man wirklich sagen, die Bewegungsdarstellung, Bewegungsschärfe, die Helligkeit, es ist verdammt helle Halle hier und heller Stand. Das sieht schon ziemlich cool aus. Auch die Bildtiefe, die Bildruhe, könnt ihr sicherlich, so wie es heißt, von Seiten LG im Laufe des Herbstes noch sehen, weil wahrscheinlich das Gerät jetzt im Dezember noch auf den Markt kommen soll und soll dann wahrscheinlich bei einem Preis um die 20.000 Euro liegen. Eingebaut ist natürlich auch hier wieder State of the Art, alles an Tunern, an Internetfunktionen und ähnliches. Ja, kurz vor Messeschluss sehe ich jetzt nun wirklich mein persönliches zweites Messe-Highlight 2012. Es ist nämlich das OLED-Fernsehmodell von LG. Neben dem Samsung eben der einzige, der auch noch OLED-Technologie präsentiert. Auch eine eigene Entwicklung, eigene Produktion, auch ein etwas anderes Verfahren in der Bilddarstellung. Auch hier wiederum extrem beeindruckend die Kontraste, der Schwarzwert, der Betrachtungswinkel. Hier ist Schwarz wirklich schwarz und gleichzeitig wiederum so eine wahnsinnige Leuchtkraft. Also die haben sich hier bei den Testbildern nichts gespart und haben wirklich sich richtig in die Vollen gesetzt. Was man gut sehen kann, ist, dass dieses Gerät super, super flach ist. Eigentlich noch flacher wie mein iPhone hier. Und das hat dann die Besonderheit, dass man sich beim Kauf demnächst dann entscheiden muss, will ich das Gerät haben für die Installation auf einem Tisch oder will ich mit dem Gerät direkt an die Wand? Weil die Elektronik entweder nämlich im Fuß ist oder wird an die Rückwand dann dran gesetzt. Auch die Rückwand wiederum ist schon was ganz Besonderes. Aufgrund dieser nur geringen 4 mm Bautiefe, die dieser Fernseher haben wird oder dieser Bildschirm haben wird, haben wir schon ein Stabilitätsproblem. Und das hat LG gelöst, indem sie eine Carbon-Rückseite oder eine Rückseite aus Carbon produziert haben. Also extrem verwindungssteif damit das Ganze bauen können. Und ich bin gespannt, ob die es noch wirklich schaffen sollten, dieses Jahr mit diesem Modell auf den Markt zu kommen. Es gibt die Information, dass das wohl passieren wird. Genaueres wissen wir noch nicht. Wir sind auf jeden Fall dabei und werden auch sicherlich zu den Ersten gehören, die dann versuchen werden, ein solches Produkt oder ein solches Gerät mit OLED-Technologie in unseren Studios dann zu zeigen. Also wirklich faszinierend, man kann hier eigentlich oder man will hier eigentlich gar nicht weg. So, die Lichter werden schon ausgemacht, wir haben nämlich schon kurz nach 6 und ich bin froh, dass wir hier bei Sony noch einen Ansprechpartner haben. Der Herr Batz wird uns nämlich hier die Möglichkeit geben, mir was zu zeigen, was ich heute Morgen im Flugzeug gesehen habe. In der aktuellen Video 10/2012 ist nämlich ein erster Test von einem Media Player und zwar von Apple TV gegen Google. So nennt sich das. Wobei es ja gar nicht so richtig direkt Google ist, sondern eigentlich steckt da ja Sony hinter, die mit Google gemeinsam an dieser Box gearbeitet haben. Mit der Box meinen wir das kleine Kästchen hier, richtig? Richtig. Mit der Box meinen wir dieses kleine Kästchen, was ein Media Player ist, was wir jedoch auch ein Internet Player nennen. Ja. Produktbezeichnung ist NSZGS7. Ja. Es ist erstmal diese kleine unscheinbare Box und natürlich, was dann sehr sexy ist, ist diese Fernbedienung hier. Zweiseitige Fernbedienung. Auf der einen Seite eine vollwertige Querzfernbedienung, die auch hintergrundbeleuchtend ist. Also es wird dunkel, automatisch geht die Fernbedienung an. Die hat einen 3-Achsen-Sensor drin, ich drehe das Ding um, wird die Unterseite deaktiviert und hier habe ich ein Touchpad drauf, kann also auch hier die berühmten Bewegungen machen damit und dann die einzelnen Tasten und der Seite noch hier laut, leiser und so weiter und so fort. Jetzt müssen wir natürlich mal erklären, wozu das gute Stück überhaupt ist. Ich kann damit meinen Fernseher, der all diese tollen Smart-TV-Sachen nicht hat, was wir ja in den letzten Monaten immer gelernt haben, das sind also Fernseher, die neben dem Fernsehbild auch noch Internetfunktionen und was nicht alles haben, kann also gerade die älteren Fernseher damit nachrüsten, nämlich auch solche Funktionen einzubinden, über diese Universalbox. Angeschlossen über HDMI. Rückseite haben wir gerade mal, werden wir mal eben einblenden und wir haben also da einen HDMI-Ausgang. Wir haben auch einen HDMI-Eingang. Ich könnte sogar ein externes Gerät anschließen, wie einen SAT-Receiver oder eine Kabelbox mit HDMI, ja? Richtig. Gut, wenn das jetzt angeschlossen wird, was mache ich dann damit? Dann habe ich hier so ein Bild richtig, auf meinem Fernseher. Ich schließe das an, im Idealfall noch die Set-Top-Box davor, dann wird das Fernsehsignal durchgeschliffen, eigentlich diesen Overlay hier. Mhm. Dann gehe ich durch einen gewissen Anmeldungsprozess, brauche einen Gmail-Account und während das alles im Hintergrund initialisiert wird, lerne ich über das Produkt, über die Fernbedienung, mache so ein paar Tests damit hier. So rechts kann ich hoch und runter scrollen damit. Nach einer Viertelstunde, 20 Minuten bin ich fertig, weiß auch, wie ich damit umzugehen habe. Und dann erscheint im Prinzip das als mein Startbildschirm. Das ist der Startbildschirm? Ja, im Hintergrund werden Sie ja noch das Fernsehsignal sehen oder was Sie dementsprechend gerade angucken. Ja. Und dann habe ich eben verschiedene Möglichkeiten, mich da entweder hier mit den Funktionstasten, mit dem Cursor oder mit diesen Funktionstasten da unten durchzubewegen. Und hier unten, was Sie hier sehen, ist sozusagen das Startmenü. Das kann natürlich wie auf jeder Android-Oberfläche nochmal dementsprechend mehr personal angepasst werden. Also habe ich hier schon mal, ich habe hier YouTube, habe ich beispielsweise hier, das ist jetzt ein Webbrowser. Ich kann also jetzt hier mit dem Webbrowser wirklich im Internet und dann surfen. Genau. Die Besonderheit, wie gesagt, an diesem Produkt, da auch der Name Google ist, ich habe den vollwertigen Chrome-Browser drauf. Das ist genau das Pendant, was ich auch kenne, so auf meinem Laptop. Ja.
Und ich habe dann nochmal Google Play Store drauf, so wie ich es auch kenne, von meinem Android-basierten Tablet oder Handy. Wenn wir das einfach mal anschauen, ne? Als erstes mal der Chrome-Browser. Besonderheit hier, wie gesagt, ist eine Plattform, die für den Fernseher entwickelt wurde, erscheint eben nur im Prinzip als eine Leiste. Und jetzt kann ich hier, was wollen Sie haben? Ja, grobi.tv, probieren wir es doch mal, wie das denn hier aussieht. Also das heißt, die Oberfläche ist bereits schon, ach guck mal, der kommt schon hier, grobi.tv. Da ist er schon. Das heißt, die Oberfläche, das Menü ist jetzt nicht exakt im Webbrowser nachempfunden, wie wir es vom Rechner her kennen, sondern wirklich angepasst für den Fernseher. Das ist auch der große Unterschied zu anderen Boxen, die ja sagen Android 4.0, sondern das wurde mit sehr, sehr viel Gehirnschmalz, sowohl aus San Francisco als auch in Tokio, und sehr viel Fieldtest dementsprechend angepasst worden. Also auch eine große Schriftart gewählt, wobei ich da sicherlich das eine oder andere einstellen kann, schätze ich mal. Richtig, ne? Da kann man noch einiges machen und da reden wir auch gerne noch über die App sprechen. Wir gehen also jetzt hier auf Grobi einfach mal drauf. Geht ziemlich zügig, ne? Ist ein ziemlich flotter Prozessor drin. Genau, steht hier. Sehen Sie, also es geht ratzfatz. Ja. Im Prinzip ist es wie ein kleiner Rechner, ne? Wenn auch noch die ein oder anderen Updates kommen. Aber besonders ist natürlich auch, dass es schnell. Ne? Das Schlimmste, was ich im Moment habe, dass ich mit meiner Fernsehfernbedienung davor sitze und da es passiert kaum was. Ja. Und wir haben noch vorhin einen Netzwerkanschluss mal kurz erwähnt. Also wir haben jetzt über Kabel angeschlossen, würde auch eine WLAN-Verbindung gehen. WLAN ist auch bereits integriert und zusätzlich habe ich noch Bluetooth. Kann also auch noch eine andere Tastatur, wenn mir die nicht gefällt. Könnte ich wählen. Eine größere beispielsweise. Zum Beispiel könnte allerdings auch eine App, gibt eine Karaoke-App auch umsonst zum Runterladen. Kann ich auch ein Bluetooth-Mikrofon einfach anschließen. Dann habe ich meinen SingStar sozusagen. Okay, jetzt mal in einem Test hier habe ich gesehen, weil das ist ja hier der Test Apple TV gewesen gegen jetzt diese neue erstmalige Box hier. Ich habe die Möglichkeit, bei diesem System ja auch viele, viele Applikationen zu installieren. Wie würde ich das machen? Ganz einfach, Sie gehen also wieder hier, gibt mal den Home-Button. Da wird mir wieder meine untere Leiste angezeigt. Da? Das sind also mal bereits meine installierten Apps, die runtergeladen habe. Ich gebe also jetzt hier in den Google Play Store. Ja. Und dann greift er zu und dann sehe ich gleich irgendwelche Applikationen. Da werden jetzt alle Applikationen angezeigt. Denn das sind jetzt die Applikationen, die optimiert sind für den Fernseher. Weil wir wissen ja auch, fürs Tablet, fürs Smartphone gibt es sehr viele Applikationen, die mit einem gewissen Wischeffekt funktionieren. Macht auch im Fernseher ja wenig Sinn. Oder die mit Navigation oder sonstigen verbinden sind, die machen auch im Fernseher eigentlich auch keinen Sinn. Und natürlich auch die jeweilige Größe des Fernsehers und so weiter. Das heißt, diese Apps sind schon optimiert für den Fernseher. Gibt es im Moment ca. 1000, kommen jetzt auch jeden Tag ein paar dazu. Also wir haben vorgestern die erste oder zweite deutsche gefunden, also es wird kontinuierlich gearbeitet. Jetzt geht los. Ja. Weil das Produkt ist ja noch nicht verfügbar. Das Produkt wird jetzt kommen im September, Oktober? Es kommt Ende September, Anfang Oktober ist es dann erhältlich im Handel. Und wenn ich jetzt einen Original-Sony-Fernseher habe mit HDMI-Schnittstelle und was muss er noch einmal Standard, damit die am besten miteinander sogar zusammen, weil die haben dann so einen kleinen Vorteil, ne, wenn die miteinander verbunden werden. Das gegenwärtige Line-Up, was jetzt auch hier gerade zu sehen ist, dass er jetzt im Handel steht, da scheint auf der Oberfläche vom Fernsehen auch Google TV Ready. Das heißt, ich habe den Vorteil, ich muss nicht zwischen den beiden HDMI-Eingängen hin und her switchen. Okay, verstanden. Aber ansonsten ist es eine Box, die mit jedem Fernseher, der einen HDMI-Eingang hat, verwendet werden kann und somit auch aus meiner, in Anführungsstrichen, alten Möhre plötzlich noch ein top aktuelles Multimedia-Gerät machen kann. Genau. Das ist auch der Vorteil einer separaten Box. Ich kann sagen, okay, ich will mir keinen neuen Fernseher kaufen. Ich habe damals den 50 Zoll für 7.000 Euro gekauft. War ja noch günstig. Ja. 1,99. Ja, kann ich das einfach wunderbar smarter TV machen. Wenn ich eine Online-Videothek haben möchte, wird es demnächst Anbieter auch geben, wo ich dann auf diese Inhalte zugreifen kann? Das ist sehr richtig. Also wir haben bereits, wir, unser eigener Anbieter, Video Unlimited und Music Unlimited sind bereits vorinstalliert. Zusätzliche Anbieter kann man davon ausgehen, dass sie in absehbarer Zeit dann da sind. Ja. Haben wir was vergessen? Also hier im Test haben Sie unterm Strich gesagt, das Fazit, denen gefällt die Google Box im Gesamten etwas besser, weil sie ja die Möglichkeit hat, noch mehr Inhalte und so weiter demnächst darzustellen, weil das jetzt in sich so nicht ein geschlossenes System wäre, ne? Richtig. Im Vergleich zu Apple TV, die ja dann doch... Das ist eigentlich so, sagen wir mal, der größte Punkt, dass die ganze Google TV-Geschichte wird auch bei den Google Development Days jeweils mal vorgestellt und den App-Entwicklern wird es gerade erst erklärt, wo sind die Unterschiede, worauf müssen sie achten, gerade in der Benutzeroberfläche. Und davon ist auszugehen, dass dann die Inhalte, wir wissen aus dem Google Play Store, haben mit 20.000 angefangen und 3,5 Jahre später sind wir bei 600.000 Apps. Ist davon auszugehen, dass der innerhalb kürzester Zeit... Gibt es eine App eigentlich auch fürs Handy, wo ich denn dann statt mit der Tastatur mit einer App arbeiten könnte? Sehr gut. Es gibt von uns auch die Media Remote App, sowohl im App Store als auch im Google Play, umsonst zu haben, zum Runterladen. Und da kann ich dann auch... falls mir das nicht gefallen sollte. Mit meinem iPad oder mit meinem anderen Tablet, auch ein Sony-Tablet und so weiter arbeiten. Richtig. Also auch für beide Plattformen. Für beide Plattformen jeweils.
Cool. Ich glaube, wir haben jetzt nichts vergessen. Ne? Alles dabei. Ne? Ich glaube, das war's eigentlich. Ne? Das ist ja schon längst über die Zeit. Ne? Der Bus fährt gleich. Wunderbar. Ich sag mal vielen Dank. Ne? Ich bedanke mich. Alles klar. Dankeschön. Wir sind jetzt beim Rausgehen vom Sony-Messestand noch mal eben schnell ins Kino reingesprungen und haben uns mal eben schnell hier umgeschaut, denn da ist der Sony HW50. Der Sony HW50, zu dem wir mein eigenes Video natürlich machen, wird in September, Oktober auf den Markt kommen. Und das muss man den Jungs ja lassen. Wenn die einmal ein Design machen, machen die das konsequent, nämlich über die Jahre immer das gleiche Design. Aber wenn man im Detail mal schaut, wird man feststellen, dass hier vorne dann dieses kleine Auge sein wird. Und das ist das neue 3D-Senderauge. Das heißt, man hat also den 3D-Sender schon direkt im Gerät integriert. Darüber hinaus wird das Gerät mit dieser Creation-Scaler-Technologie arbeiten, wie das der große VW1000 haben wird. Dadurch wird er natürlich nicht 4K können, weil da gab es so ein paar Missverständnisse im Markt, wo die dann sagten, boah, das Ding ist ja schon in 4K, wie immer, kostet nur noch 3000 Euro. Nein, aber er wird auf jeden Fall ein schärferes Bild darstellen, wie es bis dato mit den Vorgängermodellen der Fall ist. Und es ist im Gesamten nochmal deutlich überoptimiert worden, was die Lichtengine angeht, die Optik angeht. Wir haben mehr Kontrast, mehr Schwarzwert, also so das berühmte Feintuning. Was es noch alles an inneren neuen Werten geben wird, das werden wir uns dann also im nächsten Video anschauen. Den darf ich jetzt hier nicht mitnehmen. Der wird wahrscheinlich auch nicht so unbedingt funktionieren, soll ein sogenanntes Mock-up sein. Wobei, dafür ist er ganz schön schwer. Aber ich denke mal, in Kürze werden wir da mehr wissen und den Blick wollten wir euch jetzt auf jeden Fall nicht vorenthalten. Ja, das war's jetzt für uns. IFA 2012 geht zu Ende. Wir müssen gucken, dass wir unseren Flieger bekommen. Die Füße tun ganz schön weh. Wir waren eine ziemliche Latscherei. Seit 4 Uhr sind wir auf dem Bein. Christian, glaube ich, sogar nach 3. Mit dem ihr seht, wie Christian immer filmt, habe ich gedacht, machen wir doch mal umgekehrt. Mal Gegenschuss. Das ist Christian hinter der Kamera. Den sieht man eigentlich gar nicht. Guck mal da hervor. So, da sieht er, genau, alle oder allen bekannt aus unserem Verkaufsteam und nebenbei Hobbyfotograf eben. Ja, die Messe war, denke ich mal, ganz interessant und ich hoffe mal, das ein oder andere nette kleine Highlight war da und es war unterhaltsam und wir freuen uns schon auf nächstes Jahr in der Hoffnung, ein paar mehr Projektoren zu sehen, wäre ja nicht schlecht. Ansonsten, bei den Fernsehern tut sich viel und wir werden so manches dann im nächsten Monaten und in den nächsten Wochen bei uns auch zeigen. Bleibt uns treu und bis demnächst, GrobiTV, Patrick Schappert und Christian Haut. Bis dann, tschüss.